Nerzi, Nerzi mit Hass. Ich bin auch sehr erfreut drüber. damit haben die Jungs Skywalkers nicht gerechnet. Wie er gesagt hat. Nicht? Doch. Zeigt man doch wieder, dass EA einfach da nichts draus lernt. Es ist ihnen einfach scheißegal. Sie wollen einfach Geld. Ja, aber wenn hier dies Koop-Spiel rauskommt, A Way Out, dann muss man es nur einmal kaufen und man kann es mit einem Freund spielen. Online. Was für ein Way Out denn? Bitte? Oh, sorry. Was für ein Way Out denn? A Way Out ist, Ach, A Way Out. Du und dein Englisch manchmal. A Way. There is a way out, I hear. This may be on the left or on the right. It depends. My English pronunciation is yellow from the egg. It's very beautiful. It's one wall free. Ja. Ah, ich hab rausgeklickt. Why are you doing that? Because I can. Can't you clicking in the game? No? I have a handicap. Diesen Akzent einfach. Jedes Mal in den Film. Jedes Mal. Ich liebe diesen Akzent. Der Einzige, der einen noch cooleren englischen Akzent hat, ist Arnie. Mit seinem Get to the Chopper. Müsst einen englischen Akzent haben hier die Schotten. Ja? Ja. Meinst du? Ja. Have a pint, Lady und sowas? Ja. Wenn die das schöne R so rollen? Und die normale Briten da nicht verstehen? Herrlich. Problem ist, den kann ich nicht nachmachen. Ich würde es sehr gern können, aber... I'm on my way. Wie würdest du mich beschreiben? 100% skillfrei und 25% Frost? Okay, dann kommt's hin. Ja, doch. So. Ja, dadurch, dass du mit deinem kleinen Mammut auf einem Stück TNT sitzt, hätte ich jetzt vielleicht nur 24% Frost gesagt. Aber sonst, ja, doch. Ich war? Ja, mindestens. So. Ach ja, haben wir das alte Denglisch. Immer wieder schön zu hören. Wenn man halt nie Englisch spricht, ne? Ist ja doof. Lernt man dann halt auch nicht dazu. Nicht? Nee. Why? Why haven't you learned? Weil. Ich möchte nicht darüber reden. Oh, now he's going to cry. Oh. Also, ich mache jetzt nicht den Rest des Let's Plays auf Englisch. Ein Glück. I need a heal. Doffen? Hast du auch Mr. Broccoli Man angesprochen? Ich habe keinen Mr. Broccoli Man gesehen. Oh, einfach damit durch. Ja, Moment, ich bin der Schnellste. Gut. Bist du genauso schnell wie der Flash? I am the Flash. Magst du Brokkoli? Ja, hier hast du Brokkoli. Nicht aufessen, den Typen, nicht aufessen. Aber den packe ich mir auf meine Pizza. Nicht aufessen. Oh. Versuch, dem zu widerstehen. Ich bin out of Ausdauer. Ja, wenn du die ganze Zeit ja auch so rumhüpfst, wie so ein Wilder. Ich bin ein Gummibär. Ich hüpfe hier und dort und überall. Wollte gerade sagen. Aber du bist nie da, wenn man ihn braucht. War das gerade ein fetter Diss? Das war ein Gummibär-Diss. Das ist aber nicht nett. Wenn ich jetzt noch sage, du siehst aus wie Totomat oder so, ne, dann ist es vorbei. Igor! Bifrost, Meister, da gibt's mehr. Nee, aber da bist du drin. Stell dich da rein.
habe ich denn noch nicht auf Level 5? Ein Ring und ein Schild. Aber 79 HP. Yay. 61. Dauert irgendwie bei mir so gefühlt ein bisschen lange. Du hast die falschen Items wahrscheinlich. Da hast du bestimmt irgendein Item, was dir zwar viel Dexterity gibt, aber halt 0 HP. Ich habe nur Items mit Dexterity. Und 0 HP. Und 0 HP. Ja, klasse. Warum? Die anderen Sets bringt dir doch eh nichts. Ob du Faith hast oder nicht, interessiert doch keine Sau. Nee, aber halt, ich habe nur recht mit Dexterity. Falschen Items. Ach, Ruhe dahin. Du siehst, hab meine Ausrüstung, ne, mindestens 10, 8, 10, 11, 0 und 10 HP mit bei. Das ist toll für dich. Ja, das ist ne, richtig geskillt, würde ich mal sagen. Das freut mich richtig sehr für dich. Broccoli Man, Pizza Man. Pizza Man. Kann ich aber nicht ansprechen. Jetzt. Ey. Drop of Earth auf du. Ein Frosty. Der Schneemann. Das ist kein Schneemann. Okay. Solange jetzt hier keiner noch irgendwie diesen komischen Song anfängt zu singen, da mit der Eisprinzessin, ist alles gut. Nee, ich weiß gar nicht, wie der geht. Ich bin ja irgendwas, da erfolgreich ich dran vorbeigekommen an so einem Scheiß. Let it go. So viel weiß ich. Aha. Aber angehört, muss ich sagen, habe ich mir den auch nie. Oder nie ganz. Let it go, ja. Mhm. Mit Ö natürlich auch. Also let it und ne go. Let it go. Let it go. Nicht? Ich glaube, der ist ja noch im Deutschen wahrscheinlich dann so übersetzt mit lass es los. Ja, das sind ja typische Disney-Übersetzungssongs. Moment, wir wieder bei Disney werden. Interessant. Ja, Disney. Da würde mir auch ein Koop-Spiel einfallen. Na? Was? World of Illusion? Wenn es gibt den alten Sega Mega Drive war, glaube ich, Castle of Illusions. Castle of Illusions gab es auch. Das war aber halt nur mit Mickey Mouse. Und ich glaube, World of Illusion war Donald auch, oder? Donald und Mickey Mouse, glaube ich. Das hatte, glaube ich, eine Koop-Funktion. World of Illusions. Mega Drive. War World. World hatte ich. Ja, hatte ich auch. Und Castle of Illusions hatte ich auch. Mit den gemeinen Spinnen. Die aussahen wie Kater Carlo. Mhm. Ein tolles Spiel. Und du immer dein Handtuch hattest da, mit dem du die Leute verzaubert hast. Und später dann auf so eine Karte, glaube ich, als möchte gern fliegender Teppich da durch die Welt gereist bist. Oder gabst du auch sowas mit den Spielkarten und sowas? Ja. Die dann verschwunden sind oder was das war, ne? Ja. Wo du durchfallen konntest. Mit diesem komischen Wasserlevel. Oh ja. Wo du doch da auf so Blöcken runtergeritten bist und immer Sachen ausweichen musstest, weil wenn du was getroffen hast, hat dich das vom Floß gehauen. Und wenn du vom Floß geflogen bist, halt, ne, musstest du, hast ein Leben verloren und so ein Quatsch. Da war mir persönlich mehr Spaß gemacht als Castle of Illusion. Castle habe ich da nicht gespielt. Von Castle of Illusion gab es halt Ableger für Master System und Mega Drive. Tatsächlich, meine Fähigkeiten sind voll. Und du? Ja gut, ich brauch die jetzt auch nicht sonderlich, ne? Also, ich habe mich nur gerade gewundert, dass ich eine Fähigkeit nicht aufsammeln konnte. Oh gut. Ist wie es ist. Was ist in der... Ach Gott, wie das... Gegend. Das Ramop. Piraten? Nee, Ramop. Ja, die Glitter-Bug.
ist ein Bug. I'm going to kill it. It's the one. One hit. One hit wonder. Du hast wieder Damage genommen. Auch noch von letztem Mal. Achso. Und der Affe war auch dran schuld. Automatisch einfach mal reingesprungen, auch wenn ich überhaupt keine HP brauchte. Aber es war, ne? Du siehst es, dann kannst du es. Ist halt so ein Panik-Heal, ne? Ja. So, schauen wir mal, was in den Geschenken ist. Broccoli Man ist ein toller Man, der Broccoli Man. Es wird auch, ne, jemanden freuen, dass du über Brokkoli singst. Ja, also Brokkoli ist voll toll. Aber ich mag im Allgemeinen auch Gemüse. Nein. Doch. Ist das nicht als Mammut auch eigentlich normal, dass du gerne Gras isst und so? Und so einen halben Baum in dich reinjagst. Dass du gerne Gras isst. Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Nein, auch nicht mal in Ansätzen. Oh Gott. Das kam mir jetzt nicht in den Sinn. Jetzt nicht, später schon. Vielleicht. Boah, was ist denn das hier? Hallo. Hast du hier irgendwie eine Strahleparty oder was? Das ist eine kleine Party. Nennst du das die Eisdisco? Mir fällt nichts Cleveres ein. Es ist spät. Es ist halb vier. Was könnte ich denn jetzt darauf sagen? Das ist nicht. Ich mag's halt cool. Mein Gott, Mr. Freeze. Cool bleiben. Helf mir doch mal. Sonst, ne? Es ist die neue Eiszeit. Ach nee. Das ist Gefrierbrand. Nenne meine Bar die Eisberg Lounge. Aber die gibt's schon. Ich nenne es Titanics Ableben. Jetzt sei nicht gemein, ja? Die arme Titanic. Ja, was ist mit der? Die ist immer noch gesunken. Okay. Ich finde das voll immer noch krass, wenn du so hörst, ne? Die Titanic, dass die ja lebens. Die Boote nur mit 12 Mann voll gemacht haben und sowas. Da muss schon denken, habt echt aufgepasst, nicht wahr, Leute? Dass man auf die Idee gekommen ist, vielleicht die Rettungsboote etwas voller zu machen? Nein, war das so abwegig? Es war sehr abwegig. 12 Personen in einem Rettungsboot da, ne? Und dann sind die nicht mal zurückgefahren, die Assis. Sauerei. Ah, wirklich. Ja, nicht so, als würden hier Leute sterben, ne? Nee, Chaos. Brauche keiner. So. Was nu? Tja, ne? Das Übliche. Boah, wir sind erst 65. Das dauert noch ein bisschen, ne? Wir sind ja ein schönes Alter, du, aber in dem Spiel. Ich hab ein Shigank, das ist keine Übung. Ja, dann mach Ulf. Ja, gleich, ich muss immer meinen Timer wieder. Mach Ulf. Alter, ich hab 9 Fächer und die sind alle irgendwie zugemüllt, ne? Wieso hast du 9 Fächer? Weil ich 9 Fächer habe und die sind alle irgendwie zugemüllt, ne? Ich hab 5. Ja, du. Ordne deinen Scheiß doch mal. Nein, Mann. Wusstest das du eigentlich, ist mein dass du, Scheiß, Mann. Dass du Sachen auch stacken kannst? Was? Ja, ich hab doch keine Ahnung, wo ich hier was habe, Mann. Ja, hättest du es mal geordnet. Ja, nein, Mann. Nein, Mann. Ich geh jetzt mal, ne? Du willst noch nicht gehen. Doch, Mann. Du willst noch ein bisschen tanzen. Okay. Kannst du gerade? Ja. Boah, diese Moves. Michael Jackson wäre richtig neidisch. Da wird man gleich ganz anders. Du bist wieder in mein Portal gestiegen. Es gab nur eins. Ja und? Ich wollte es nur gesagt haben. Ich habe ein Level up. Level up. Ach ja, hier war ja der. Hier war ja der Bus. Ja, du bist vorne rum. Ach, der hat mich gerade angehauen und mal so kurz angestupst und gesagt, ich bin da. Ein bisschen so wie der Sternzerstörer in Episode 8. Hör mir auf mit Episode 8. Ich habe nicht gerade 5 von diesen Augen hinter mir und den Boss. Nein. Und da stehen noch 2 Bäume, die auf mich schießen.
Nein, alles ist gut. Ich habe alles im Griff. Ja, dann muss ich ja nicht zu Hilfe kommen. Nein, der Bus ist down. Jetzt sind die Augen gleich down. Augen down. Aber die IP solltest du dir vielleicht abholen. Ach, Quark. Nee, hier so liegt. Wo denn? Ganz oben. Okay. Ganz oben links. Alter, wie oft jetzt hier beschissenes Schild droppt, ne? Nach links, genau. Und dann einmal hier so eine schöne Kurve machen. Da müsste eigentlich doch genug EP rumfliegen. Hoffe ich.